Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Jan, und willkommen zum 40.000 Abonnenten-Special. Ja, das ist ein Dankeschön von uns, von mir und dem Jojo, meinem Kumpel. Wir haben zusammen ein bisschen gejammt. Was heißt ein bisschen? Wir haben schon ziemlich lange gejammt. Ihr werdet dann noch am Anschluss dieses Videos ein Interview bzw. ein Gespräch zwischen dem Jojo und mir verfolgen können, wo wir über das Ganze reden werden und die wichtigsten Fragen beantworten werden. Und also danke nochmal für die jahrelange Treue. Ich bin jetzt seit Ende 2009 Kommentator auf YouTube und ja, das ist mein Zweitkanal, nur so zur Info, also nicht wundern. Und wir haben hier echt eine krasse Scheiße aufgebaut. Ja, schaut es euch einfach an und viel Spaß dabei.
So, jetzt sind wir mit dem Hauptvideo fertig. Ich habe dabei den Jojo, den ihr auch gesehen habt, den mit dem V-Shirt. Und ja, ein paar Fragen, die sich vielleicht viele stellen. Wie lange spielen wir denn schon? Wie lange spielst du schon? Ich spiele jetzt seit 11 Jahren Schlagzeug. Genau, und du hast ja ganz am Anfang hast du bei meinem Vater Unterricht gehabt. Genau, bei deinem Vater habe ich Unterricht gehabt. Mein Vater ist Schlagzeuglehrer. Und deswegen habe ich auch angefangen. Also ich habe früher immer zugeschaut bei meinem Vater und dann hat das echt ziemlich Bock gemacht. Und wie lange haben wir denn ungefähr gebraucht zum Aufbauen? Am Freitag haben wir um 9 Uhr, haben wir glaube ich, halb neun alles eingeladen. Dann haben wir bis 3 Uhr in der Nacht alles aufgebaut und ein paar Testphasen gemacht. Ja. Und dann am Samstag, halt, also gestern, haben wir dann von 12 Uhr, du warst ja schon ab 11 Uhr in dem Haus. Ich habe dann wir haben dann von 12 Uhr bis 12 Uhr, also ganze 12 Stunden, eher ganze 13 Stunden, haben wir dann alles getestet, haben dann noch geprobt und dann noch am Schluss eine Stunde abgebaut. Und es war wirklich ein krasser Aufwand. Was glaubst du, wie viel hätten wir denn für diese ganze Lichttechnik vom Dennis gezahlt? Also, wenn wir das jetzt an einer Lichttechnikfirma angemeldet hätten, um die 600 Euro. Ja. Der Dennis hat es uns jetzt so gemacht, das finde ich ziemlich cool. Ja, genau, der hat es dann so gemacht. Und genau, wenn ihr interessiert seid und in der Umgebung von mir wohnt, also Umgebung Mindelheim, Bad Würishofen, Memmingen oder so, dann könnt ihr gerne euch bei mir melden, falls ihr denn Lichttechnik benötigt, weil der Dennis hat es echt drauf. Der hat uns auch die ganzen Schlagzeuge, also die Drumsets abgenommen. Ist natürlich keine Studioqualität, aber besser als von der Kamera. Genau, und dann werde ich auch noch ein Logo für ihn erstellen, das ist natürlich klar. Und genau, wie schon gesagt, meldet euch bei mir, falls ihr Interesse an dieser Lichttechnik, an diesem Lichtdesign und allgemein an diesem ganzen Abmischen und so seid. Ja, denkst du, wir werden sowas nochmal machen? Ja, war ein Riesenaufwand, aber ja, genau. Es kam was richtig Geiles dabei raus, daher. Genau, da möchte ich jetzt auch noch dem Jasko? Jasko, ja. Genau, dem möchte ich noch danken. Das war der erste Kameramann, die zweite Kamerafrau war die Nadine. Ist eine Freundin von mir. Also nochmal danke an die zwei. Und ja, das war's von uns. Bewerten natürlich nicht vergessen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Favoriten hier, also wenn ihr daraus einen Favoriten machen würdet, damit dieses Video auf der Startseite landet. Das wäre hammergeil, Leute. Also das wäre echt der absolute Hammer. Ja, zum Schluss, weil ihr noch so lange da geblieben seid, gibt's jetzt noch eine Zugabe. Servus! Servus!